Hallo, wir kehren heute zurück an unseren letzten Tatort, denn beim Abholen unseres Nachlaufanhängers sind uns auf diesem Hof beim letzten Mal viele, viele technische Schmankerl aufgefallen, von denen wir uns eines hier heute auf die Bartfarm holen werden. Wir werden heute aber nicht nur einen waghalsigen Transport vornehmen, sondern uns auch auf diesem Hof mal umschauen. Ihr habt es euch in den Kommentaren gewünscht. Wir haben mit dem guten Herrn gesprochen. Wir führen euch mal kurz auf dem Hof rum, was es da so alles zu sehen gibt. Auf jeden Fall wünschen wir euch viel Spaß beim Video und Abo nicht vergessen. Werkzeug werden wir hoffentlich heute nicht brauchen. Wir sind jetzt wieder im Schlaraffenland angekommen hier und schauen uns mal unsere neueste Errungenschaft an, beziehungsweise die wollen wir jetzt gleich aufladen, mit nach Hause nehmen. Das Gerät hier ist ein... Stefan, wie heißt das Ding? Ihr seht hier unsere neueste Errungenschaft, diesen MAN Hubsteiger, 12 Meter Reichweite ungefähr. Das gute Teil ist normalerweise auf dem Fiat Ducato aufgebaut, sieht aber von Weitem und von Nahen auch noch sehr gut aus. Urlaub, es ist kein Rost, das ist glaube ich immer so, und ja, schauen wir uns noch mal die ganze Sache an und dann zwicken wir es mal an den Radlader dran. Acme, a company made everything. Hier, hier kannst du den Hebel noch verstellen. Ja, das guck mal dann. Auch der Drehkranz hier ist noch super Qualität, der hat wirklich nicht viel gesehen, da ist sogar noch der Lack dran. Die Hydraulikventile müssen wir natürlich überarbeiten. Ihr seht hier, der Ast ist so lange noch nicht da, der hat noch nicht den ganzen Lack runtergekratzt. Das ist aber ein Durchlack. Wir machen mal leichter. Ja. Das ist alles voll. Was ist alles voll? Ach so, hier. Dreck. Hier seht ihr auch ein kleines Biotop. Wir sind ja immer wieder Naturfreunde bei solchen Sachen. Sollen wir vorsichtig umlagern, das Biotop. Ja. Bei den Dreharbeiten kommen keine Kriechtiere zu Schaden. Das ist halt der Vorteil hier an so einer Poly, an so einer Poly-Kabine oder wie auch immer. GFK. Trittkabine, wie auch immer das Ding heißt. Mannkorb heißt es, glaube ich, auf Deutsch. Der kann halt nicht wegrosten. Das ist halt nur gammelig. Feinste Blumenerde. Ja. Wir werden jetzt mal versuchen, hier das gute Stück einfach nur mit den Latschen anzuheben. Da schauen wir mal, ob diese einfache Version hier funktioniert oder ob wir hier doch noch mit dem Schlupfen rumhantieren müssen. Beim Abladen müssen wir es definitiv, aber hier beim Verladen wäre es schon ganz nett, wenn das hier einfach so funktioniert. Thank you.
jetzt sitzt er ordentlich. So ein schöner Kettenradbagger hier, das wäre natürlich auch für uns noch eine richtig tolle Sache zur Sortimentsabrundung hier. Also das könnten wir echt zu gebrauchen, so ein schönes Teil hier. 1,5 Kubikmeter Schaufel, richtig geiles Ding. Aber das ist leider nicht zu verkaufen, das gute Stück. Und wenn, dann nicht für das Geld, was wir hätten. Aber hier, wer von euch Bock hat hier auf so einen schönen alten rotzigen Kran, kann uns gerne eine E-Mail schreiben. Wir vermitteln das weiter. Jetzt können wir mal einen Blick unter das Gerät werfen hier. Ja, das ist gar nicht so schlecht. Nichts durchgerostet, hier oben ist klar. Muss man alles mal ein bisschen machen. Ab und zu mal Alu oder Edelstahlblech drauf. Und der Motor ist natürlich so eine Sache. Das gucken wir uns nachher mal an. Die Verladung hat schon mal sehr gut geklappt. Jetzt wird es hier noch mit einem Haufen Worten verzurrt. Stützlast ist auch vorhanden, also diesmal eine bessere Fuhr als beim letzten Mal. Und ja, wir verzurren das gute Stück, fahren es nach Hause und dann hoffen wir mal, dass unsere Entladung diesmal ein bisschen besser klappt als bei unserem letzten Anhänger. Bevor es jetzt aber nach Hause geht, schnell noch eine Tour über den Hof. Ihr werdet sehen, hier gibt es nichts, was es nicht gibt. Und was ihr nicht seht, steht in einer anderen Ecke. Viel Spaß! Gleich zu Beginn der Tour stechen hier zwei T3 Dokas mit Ladepritsche hervor. Die sehen wirklich noch recht hübsch aus und sind damit vielleicht für den ein oder anderen interessant. Natürlich gibt es auf dem Hof noch weitere Hubsteiger, die fast schon einsatzbereit sind. Ist ja wirklich ein hässliches Ding in rosa. Auch ein schöner Kommunal T4 ist hier zu finden. Das ist derselbe, den ich auch habe, nur überraschenderweise mit weniger Rost als mein Exemplar. Sehr deprimierend. An Multicars aller Baureihen, aller Baujahre und aller Aufbauvarianten mangelt es hier wirklich nicht. Die stehen hier in jeder Ecke rum. Das liegt vielleicht auch daran, dass der Inhaber mit Multicars handelt und diese auch repariert. Das hier wäre doch mal eine geile Sache für die Bordfarm hier. Hä? 20 Stunden Radlader hier. Wir machen mal so einen kleinen Spendenaufruf. Könnt ihr uns mal ein paar Euro spenden, kaufen wir uns dann hier den Radlader. Saugeiles Ding. Also das Teil hier ist echt spitze. Ich finde es richtig geil. Könnte ich mich direkt dafür begeistern. Aber den können wir leider nicht kaufen, denn der ist hier statisch relevant für die Stützlast am Dach. Für sowas kann man so einen Radlader auch gebrauchen. So, was ist denn das hier? Ein alter Magirus. Magirus Deutz im gar nicht mal so schlechten Zustand, muss man sagen. Hinten Absetzer drauf. Das ist eigentlich eine ziemlich geile Sache hier. Der hat mit Sicherheit auch Allrad und ist noch nicht mal so vergammelt. Richtig schönes Ding. Ich habe ja keine Ahnung von LKWs. Aber der sieht noch richtig gut aus. Guckst du. Also wer von euch Bock hier auf den Magirus hat, meldet sich unten an der Adresse, sagt einen schönen Gruß von der Bordfarm. Hier haben wir noch den obligatorischen Ello. Der hat sogar, ich glaube, der hat sogar Allrad. Ja, der hat Allrad. Richtig feine Sache. Reifen sehen noch gut aus. Kabine sieht noch gut aus. Also, fertiges Wohnmobilprojekt für einen von euch. Dann haben wir noch einen schönen Volvo. Das ist aber eine Pritsche, so wie es aussieht. Von Volvo habe ich keine Ahnung. Alter, ist der Radlader nicht geil. Wer von euch eine Rüttelplatte sucht, gell? Hier ist eine mit dem Hatz Diesel. Die sieht gar nicht mal so schlecht aus. Keine Ahnung, wie viel die wiegt. Bestimmt eine Tonne. Also wer von euch seine Einfahrt neu pflastert, hier kriegt er die Rüttelplatte dazu. Dann haben wir hier noch eine schöne Reifenmontiermaschine
für große LKW-Reifen. Also wer sowas sucht, gell, gibt es hier alles zu haben. Den Link, wie gesagt, unten in der Artikelbeschreibung. Oder wir blenden ja die Karte auch noch ein. Also wer so ein Ding sucht hier, die sind wirklich zum Reifen montieren, sind die super. Damit kann man übrigens auch Holzspalten, habe ich schon gelernt. Also die hier ist wirklich noch komplett, da ist noch nichts dran gemacht. Die hat sogar schon einen neuen Stecker. Also wurde die auch schon nach 1990 mal benutzt. Aber an den Dinger geht ja auch nichts kaputt. Das ist ja nur ein bisschen Hydraulik und das war's. Hier haben wir noch was Schönes gefunden. Und zwar ist das so ein Werkstattkran oder Handkran mit zwei Zylindern. Der hat hier, so wie es aussieht, locker 2 Meter Auslage. Also das sind nicht diese billigen Motorheber, die man im Baumarkt kriegt, sondern ein richtiges Aggregat. Kann man hier manuell verschieben. Wo ist das Typenschild? Hier ist auch noch das Typenschild. Ümewa-Werke, noch nie gehört. Baujahr 68, Mensch. Gerade neu. Hier gibt es noch ein schönes Mähwerk, das ist was für uns. Scheibenmähwerk für vorne. Das ist aber auch doof, weil wir haben für vorne nichts. Aber wer ein Scheibenmähwerk sucht, hier liegt's. Wahnsinn, ich liebe diesen Radlader. Hier noch ein Mercedes, hier hinten der Magirus mit einem Absetzcontainer. Ist das ein geiles Ding. Und oben drauf liegt auch noch irgendein Gerät. Keine Ahnung, was das ist. Und ich befinde mich hier gerade auf so einem 10-Tonnen-Stapler, wahrscheinlich von Tarkraft oder wie die Dinger hießen. Dadurch, dass die hier unter dem Dach stehen, sind die alle gar nicht so vergammelt. So, hier haben wir noch einen schönen Seitenstapler. Ist interessant für Holzbau und sowas. Und dann haben wir hier noch zwei wunderschöne, herrliche amerikanische Klassiker. Wirklich hübsche Dinger, muss man sagen. Ist das nicht eine schöne Patina hier? Da haut's dich weg hier. Super geil. Guck dir das an. Ja, hier. Mietz. Die wohnt hier, die kleine Mietz, so wie es aussieht. Ist nicht der schlechteste Ort, muss man sagen. Greifer ohne Ende, Polypengreifer, normale Greifer hier mit Ausstoß, so wie wir ihn gebaut haben oder noch bauen. Alles natürlich eine Nummer zu groß für unseren kleinen 10-Tonnen-Bagger. Da brauchen wir schon etwas größere Geschütze. Und natürlich noch ein Heuwender. Spendet uns Geld für den Radlader und erzählt es unseren Frauen nicht. Hier seht ihr mal diesen Hebekran, den wir hier gerade auf dem Anhänger gefunden haben, nochmal live. Also ist auch hier funktionell, das gute Ding. Zieht man hin und her und hebt das hier hydraulisch. Aber ich glaube, der andere war noch ein bisschen größer, der hatte 2 Zylinder vorne dran. Ihr könnt mal eins machen, ihr könnt ja mal überlegen, wir kennen ja nur mehrere Leute mit solchen Höfen hier, ob ihr mal Interesse daran habt, dass wir mal diese Höfe vorstellen, beziehungsweise diejenigen, die es verkaufen wollen, die ihre Sachen verkaufen wollen, dass wir da mal eine Runde drehen, mal anschauen, euch mal zeigen, was es da Tolles zu haben gibt und dann kann ja der ein oder andere sich bei uns melden oder bei dem jeweiligen Herrn melden. Schreibt es mal in die Kommentare, ob ihr da Interesse daran habt, dass wir solche Videos mal produzieren. Hier haben wir noch einen schönen Bobcat für Arme. Das Ding hieß wohl einarmiger Bandit, weil wenn man das Fenster rausbaut und der Arme raushängt, dann schneidet man die immer ab, wenn man da mit dem Ding rumfährt. Das ist nicht zu Ende konstruiert, aber ja, könnt ihr auch haben. Hier haben wir noch so einen schönen Stapler, so wie der Mr. Moto hat, ist das, glaube ich. Der steht hier auch schön trocken. Und dahinter steht noch ein kleiner Traktor. Ein kleiner Traktor, der ist mit Sicherheit interessant hier. Da versuche ich gleich mal die Marke auszufinden. Hier ist der schöne Stapler nochmal von vorne. Also ich muss sagen, er steht trocken. Was willst du mehr bei dem alten Zeug? Hier haben wir noch einen kleinen Traktor mit Fronthydraulik. Der ist auf jeden Fall interessant. Das ist ein Europart 254A. Ich habe keine Ahnung, was mit dem ist. Wenn ihr euch dafür interessiert, schreibt eine E-Mail. Hat kein Allrad, Rasenbereifung, also Kommunalbereifung. Ist eigentlich ein ziemlich cooles Teil. Würde ich auch gleich kurven. Aber wir haben ja noch der Elli. Der hat hier hinten einen Mulcher oder so eine Walze dran. Ja, also ich finde es auf jeden Fall interessant, das Teil.
Hier haben wir noch einen wunderschönen kleinen Bagger. Das ist so eine Art Schreitbagger, wenn man sich das anschaut. Der hat hier unten auf jeden Fall diese Stützen. Kein Fahrwerk drunter. Hydraulikstützen. Hier sieht man der Marke, könnt ihr selber lesen. Scorpio ST4 oder so. Hat der Räder vorne dran? Ja, hier. Ach hier, ach, hab gelogen. Genau wie unser das ist genau wie der Menzi Muck, nur ein Klein, der hat hier hinten Räder. Das kannst du ausklappen. Aus, als hat der hier eine Hammerleitung, die du vorziehen kannst. Vorne dran hat er sogar so einen kleinen Löffel. Und wenn ich ehrlich bin, ist der Löffel sogar noch lackiert. Das Ding wurde nie benutzt. Benny, noch nie gehört. Aber, muss man sagen, kleiner Dieselmotor drin. Ja. Benny. Nie gehört. Mit Dieselmotor. Richtig schönes Ding. Ja, das ist was für Hobbyisten hier. Aber damit kommst du ein Stück. Richtig coole Sache. Hier vorne der Deichsel, vorne Zugöse dran geschweißt wie bei uns. Und dann kannst du es rumzerren. Was für ein geiler Fund. Hier haben wir noch einen schönen Heckanbau-Bagger, auch für ein Multicar. Steht trocken. Dem geht es hydraulisch auch noch ziemlich gut. Typ könnt ihr mal hier schauen. Gritano Malaguti. Mit Stützfüßen und Baggerschaufel dran. Das ist das Richtige für den ambitionierten Hobbyisten hier. Und der Multicar steckt auch schon dran. Und das Gute hier an dem Multicar ist die 16 km/h Zulassung, die ist rechtlich auch noch gültig. Das heißt, du brauchst keine Zulassung für das Ding, kannst auch so draußen rumfahren. Also, sehr interessantes Teil hier. So, jetzt sind wir hier in der Werkstatt. Das ist natürlich eine Traumwerkstatt, die ist hier, ich weiß nicht, 30 Meter lang. Wahnsinn. Hier gibt es auch alle Ersatzteile, vor allem Multicar, wenn er da was braucht. Motoren, Getriebe, Einspritzpumpen. Alles, was an dem Multicar dran ist, gibt es hier und natürlich auch von allen möglichen anderen Fahrzeugen. Das ist ja echt ein Sammelsurium von allem Zeug. Hier gibt es wirklich nichts, was es nicht gibt. Hier, Bindermotoren, Multicar-Motoren, Multicar-Anlasser, andere Motoren. Ach du Gott, noch mehr Motoren. Motorenland. Wahnsinn. Krass. Anna Burger in groß. Das fetzt ja hier. Ein Träumchen. Winden, Seilwinden. Mit und ohne. Jetzt hat er noch diesen wunderschönen. Ach, was ist denn das hier? WMW-Motor. Eieiei. Hier seht ihr nochmal die Reifenmontiermaschine. Ach nee, das ist eine Werkstattpresse. Keine Reifenmontiermaschine, aber das ist natürlich auch ein ordentliches Ding hier. Das macht ein bisschen Banane. Halbe Greifer, ganze Greifer, Achsenhaufen. Das ist echt Dammer. Hydraulik. Ein Fahrrad. Was willst du hier noch sagen? Es ist alles da, es ist alles da. Alles und noch mehr. Hier, das ist wahrscheinlich der Gewindeschneidraum. So viele Gewindeschneidwerkzeuge, was man hier auf den ersten Blick sieht. Hammer. Wahnsinn. Ich glaube, so eine Werkstatt hätte jeder von uns gerne hier. Vor allem so viel Platz. Aber ihr seht, wer viel Platz hat, hat auch viel. Aber hier ist ja wirklich tatsächlich alles vorhanden. Jede Schraube von jedem Fahrzeug, was hier auf der Welt gebaut wurde, liegt wahrscheinlich hier. Was hast du für Ersatzteile so? Alles DDR oder? Ja, das ist viel DDR. Kuchenlager fürs nächste Jahr 1000. Ja, ne, den haben wir jetzt alles mal. Habt ihr alles mit übernommen damals? Nee. Oder? Nee, ist noch vieles von. Wir hatten ja drin eine Gerhard-Firma. Ja. Die war ja auch voll geräumt. Wahnsinn. Bremsbacken habe ich 60. Sieht es denn damit aus? Hinten. Vorne haben wir noch welche. Ach der lieber Gott. Alles da. Es ist wirklich alles da. Das ist auch ein sehr interessantes Stück. Das ist eine alte Kettensäge, zweimal eine Kettensäge.
keine Ahnung, wie das Ding heißt, aber ich fand die immer sehr interessant mit diesen, ach, na, ich weiß nicht, wie der Motor heißt. Ist auch hier so ein alter Motor, den wir alles genommen haben. Schönes Ding. Noch ein Kugellagerregal. Getriebe. Hast du mehr Nutzfahrzeuge oder hast du auch Pkw-Zeug? Nee, Pkw-Zeug ist fast nicht. Alles Nutzfahrzeug. Ja. So was ja Gleichteile waren. Ja. Mhm. Originale Hydraulikschläuche. 30 Jahre alt. Gut, sind wir fertig oder wie? Ja. Da hab ich mal was gekurft. Was geht? Als vorübergehendes Zuhause für unseren Hubsteiger muss jetzt erstmal der alte Pferdeplattenwagen herhalten. Wo wir den Hubsteiger am Ende drauf bauen, steht heute noch nicht fest. Hier mit dem Bagger aus dem Hof rausfahren, ist jedes Mal wieder die Meterarbeit, deswegen versuchen wir das so oft wie möglich zu vermeiden. Der kommt jetzt auch nicht wieder in den Hof rein, der muss jetzt hier draußen woanders im Regen stehen, denn das ist zu viel Aufwand jedes Mal hin und her, und an und für sich ist der große Bagger ja jetzt auch mit den Umbauten erstmal fertig. Wir kommen jetzt mal zum interessanten Teil der Veranstaltung hier. Im letzten Video hat es ja nicht so gut geklappt auf Anhieb, aber ich denke, heute sind wir hier guter Dinge, dass das hier mit unseren Setup funktionieren wird. Hier auf dem Autoanhänger steht der Hubsteiger. Bagger haben wir in Position gebracht. Er steht genau in der Mitte zwischen den zwei Hängern. Hier wird er dann erstmal draufgestellt, damit wir ihn in Stand setzen können. Da ist er nämlich auch mobil und mit dem Schwenkwinkel. Das sollte eigentlich auch alles funktionieren hier. Mit dem Umladen, das ist im Endeffekt ein Umladen. Und ja, ihr seht ja, der Hänger hier, der ist noch gut. Der hält locker die anderthalb Tonnen aus. Da machen wir uns überhaupt keine Gedanken. Der Hubsteiger ist relativ hoch und wir müssen ihn ja mit 4 Schlupfen einhängen. Das heißt, wir brauchen hier die maximale Hubhöhe von unserem Radbagger. Dafür bauen wir erstmal unseren schönen Holzgreifer ab und montieren ein in Eigenleistung CE-zertifiziertes Anschlagmittel. So, neuer Haken dran, neuer Schlupf, ab geht's. So, hier haben wir jetzt unser Setup. Das finde ich ist sehr vertrauenserweckend. Haben wir 4 Stellen, ausreichend Schlupfe, da ist das ganze gute Stück hier symmetrisch aufgehangen. Und hier, da kommen auch die alten Vierkantschrauben nochmal zur Geltung. Die können wir dann nochmal benutzen für sowas. Das wird dann hier oben straff gezogen. Und ich muss sagen, das ist noch nicht mal verboten. Das habe ich letztens im Fernsehen gesehen, in so einer Dampflokbude, die so, solche Dinger früher gemacht haben. Die haben das nur so gemacht. Eisen durch, strikt rum und hoch das Ding. Genauso machen wir das hier auch.
Das macht doch schon einen ganz soliden Eindruck hier, unser Pferdeanhänger mit dem 1,5 Tonnen schweren Hubsteiger oben drauf. Kann man eigentlich fast schon so lassen, hä? Dieser Hänger ist eigentlich zum Kotzen, wenn wir ehrlich sind. Der hat nämlich unten eine Federung drunter. Und egal wo du lang fährst, der will immer gleich umfallen. Das ist auch nicht zu Ende gedacht, das Ding. Steiger steht jetzt sicher auf unserem Hof. Ihr seht, wir haben mal wieder ein kleines Nebenprojekt. Wie es damit weitergeht, werden wir euch natürlich nicht vorenthalten. Wir bedanken uns auf jeden Fall bei euch für das Zuschauen und sehen uns beim nächsten Mal. Bye, bye.